Jo Freunde, wie geht's euch? Wie gut? Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Heute wird's legendär, denn heute sitze ich auf stärksten Mann Deutschlands. Soll ich dich runterlassen, mein Liebling? Ich freue mich, dass du heute mit am Start bist. Absolute Legende, wie meine Hand einfach runtergeht. Sie ist einfach komplett weg. Was los? Ja, Freunde, Dennis ist nicht nur ein Riese, sondern mit seinen 170 Kilogramm Kampfgewicht ein absolutes Monster. Und ganz ehrlich, ich fühle mich da jetzt in meinen 1,76 und 79 Kilo gerade so, als würde ich gar nicht existieren. Vielleicht kannst du mir da kurz einer kämmen, damit man schön das Verhältnis sieht. Es ist zu wild. Ey, Scheiße. Das ist echt wie so ein Zwerg. Ihr wisst, vorher lebe ich schon seit vielen Jahren für den Fitnesssport, aber umso mehr ist es heute eine Ehre für mich, hier mal den neuen Sport auszutesten mit der Strongman-Legende Dennis Kolos. Ihr habt es euch gewünscht und da ist das Ding. Wie immer, Freunde, entscheidet ihr, welche Sportart ich als nächstes mit welchem Profi testen soll. Aber jetzt geht's los. Viel Spaß. So, und wir starten direkt mit der ersten Übung und dafür wird auch hier schon ein fucking Baumstamm aufgestellt. Was los? Ja, und da heißt jetzt mal direkt die Kette. Jetzt hier mal durchbringen. Also wir bauen jetzt den sogenannten Hercules Hold auf, traditionelle Übung aus dem Strongman. Athlet steht in der Mitte, stellt sich rein. Ich verschwinde da hinten einfach. Sascha stellt sich rein, geht auf Spannung und dann ziehe ich den Splint unten raus aus der Behilfskette raus. Und dann muss er die komplette Last von diesen Bäumen, die wollen ja kippen, muss er in den Händen halten und quasi so lange wie es geht. Ich schon wusste, dass das früher eine Foltermethode war, oder? Wenn ich dich halt an die Griffe dran binde, ja, dann reißt ihn. aber eher lassen dir die Finger nach. Also keine Angst da draußen. Er wird den heutigen Tag und dieses Video überleben. Ich bin mir da ehrlich gesagt noch nicht so sicher. Ich bin einfach 6 Stunden hergefahren, um mich foltern zu lassen. Jetzt hast du so um die 70 Kilo pro Hand Zugkraft. Pro Hand. Ich will dir 100 geben. Ja. Okay, machen wir. Also bei dieser Übung oder bei dieser Strongman-Disziplin ist die Handkraft ultra wichtig. Wie fühlst du dich? Ja, gerade so, als hätte irgendwas verbrochen und jetzt gibt es die Strafe dafür. Natürlich, ein bisschen Magnesium drauf, dann geht's los. Hier ist auch, du hast nicht so viel Körperfett, das heißt, deine Hände sind nicht so dick. Also je speckiger oder je schwerer der Athlet, das sieht man, wenn Athleten 10 bis 15 Kilo zunehmen, nimmt ihre Griffkraft um 20 bis 30% ab, weil du halt mehr Masse in der Hand hast. Du kommst nicht so gut um den Griff rum. Die Leute geben mir die Hand und sagen, Mensch, hast du Pranken? Dann sage ich, ja, leider. Und die finden das geil. Ja, ich finde jetzt auch mega. Das ist wie so ein Bär einfach. Nee, du kommst einfach, wenn du jetzt zum Beispiel dieses Loch machst, mach das mal. Ach, reingeschaut. Siehst du, das ist bei dir viel größer. Da hat viel mehr Platz drin, wie bei mir. Jetzt würde ich jetzt nicht so behaupten. Geh ein bisschen in die Hocke. Ja. Okay. Oh, fuck. Fokus. Jetzt heißt so lange halten wie möglich. Ah, ich fühle mich wie Herkules. Scheiße. Lass nicht los, geht mein Boden hier kaputt. Was? Ja, Boden geht kaputt. Ich muss jetzt halten. Scheiße. Das erste Mal in der Strongman-Disziplin. Herzlichen Glückwunsch. Oh, das hat sich richtig nice angefühlt. Also das ist alles selbst gebaut? Ja. Jetzt nächstes Gewicht oder wie? Jetzt gehen wir noch ein Glied länger. Mir wurde befohlen, ist der Teil jetzt selbst aufzustellen. Komm, geht schon. Super. Komm, fahr rein in ihn. Sehr gut, und halten. Okay. Hast du wieder? Das zeigen wir jetzt besser nicht. Was ist das? So in die Richtung Fingernagel abgebrochen. So. Passt überhaupt nicht ins Video einfach. Wenn ich reinrufe, loslassen, lass los, weil es kann weiß Gott was passieren. Wenn der Baum dir auf den Kopf kommt, bist du weg vom Fenster. Deswegen, safety first, wir haben hier die Bremsen drin. Dir soll ja nichts passieren. Die Leute sollen mich ja nicht hassen. Dann hagelt es dann Dislikes. Was wiegt so ein Baumstamm? Also so ein Baumstamm wird schon so um seine 200 haben. So wie ich dich kenne, mit deinem Körpergefühl, stelle ich mir vor, dass ich den Splint ziehe und es passiert gar nichts und du hebst es einfach. Ah, das wird jetzt schön mit dir. Ah, fuck. Du musst jetzt ein bisschen, Fokus. Du musst jetzt ein bisschen reinhauen, gell? Ja. Gut. Ja. Athlet bereit? Bereit. 3, 2, 1. Okay, das sieht gut aus. Super.
Komm! Schön halten, komm her! Gib mir noch 10 Sekunden, komm! Komm! Und aus jetzt, komm! Oh, das ist super! Boah, ist mir schwindelig, fuck! Alles top! Na schön, da könntest du mal reinfilmen, könntest du mal schauen. Alles top. Guck mal hier, wie schön hier das ist. Beste Gefühl, Paulina liebt es, das ist die... Die Schwielen. Die Schwielen. Ja, genau. Immer beim Rückenkraulen. Und was sagst du? Sehr gut, also sehr standhaft, keine Movements drin. Es gibt Leute, die stehen rein und die finden keine Ruhe in ihm. Und ständig dieses Wippen, das geht halt... Ich habe gewusst, dass du Talent hast, das sieht man auch. Wenn die Leute mal drunten in die Kommentare reinschreiben, wenn du mal so einen U90-Kilo-Wettkampf machen sollst. Im Strongman. Ja, jetzt wird die Kommentarbox explodieren. Ah ja, probier's dich doch mal ein bisschen aus. Jetzt heben wir das hier. Die legendäre Atlas Dawns. Stopp. Keine Panik. Ich sehe es, wie es da oben schon rattert. Geh einfach mal hin, heb ihn mal hoch. Ja, atmen. Nein. Oben drüber, so. Schau mal. Genau. Nein, den anderen Arm parallel, genau. Jetzt drück ihn an den Bauch und schieb die Hüfte drunter beim Aufstehen. Komm. Gut. Arm weg. Yeah. Arm. Und? Hey, es ist eine komische Weise, ganz ehrlich jetzt. Wie soll ich das erklären? Das Gefühl, kennst du das? Es ist das öfter? Erzählt dir das nicht öfter jemand? Ja. Viele, die in mein Gym kommen, die sagen immer, nee, da hat er da Stones rumliegen, das kann ich nicht und geht nicht. Und jetzt hebst du das Ding und sagst dir, geil. Das ist ein geiles Gefühl, gell? Geil? Das ist ein spezielles Gefühl. Das ist halt sehr rudimentär, das ist sehr urisch. Ja. Das ist in uns drin. Ich sag's euch, Freunde, testet das mal. Ja. Wie das Gefühl, echt. Man kann einfach sagen, ich habe schon mal einen Stein aufgehoben. So. Die alten Schotten haben es gemacht, um im Dorf Männer zu identifizieren. Du hast ja gewisse steuerliche Vorteile bekommen, wenn du einen gewissen Stein gehoben hast. Ah, wirklich? Ah, ja. Krass, krass. Am Marktplatz lagen Steine oder der Stein vom Dorf, den du wirklich heben musstest, um als Mann zu gelten. Ich würde mir noch mal einen Lift von dir wünschen mit 60. Du bist jetzt sehr langsam aufgestanden, sehr vorsichtig. Mhm. Und je dynamischer du aufsteigst, umso mehr rollt der Stone sich ja hoch. Wenn du einen Backflip machst, das ist die Bewegung. Kannst du einen, oder? Ja. Moment. Nee. Also ich glaube, wenn du 170 Kilo mal einen Backflip machst, dann verschiebt sich der Jupiter zum Saturn. Dann haben wir ganz andere Probleme. Gell? Ja. Und rum. Und tup. Ja. Viel besser. Ab. Ja. Wird besser. So, wir gehen noch hier hin. Je länger man wartet, desto größer werden die Kugeln. Der war gut. So könnte das Video heißen. Ich habe auch ein Ei da hinten im Betonierten. Ja, fucking Ei. Das Phallus-Symbol schlechthin. Hanse, komm. Ja. Sehr gut. Ab. Boom. Guter Lift. Sehr gut gekämpft. Jetzt gibt es ein schnelles Battle. 3 Wiederholungen. Wer zuerst fertig ist, bei mir 80 Kilo Stein. Bei Dennis 135. Ja, ready? Das könnte spannend werden. Das könnte spannend werden. Viel Glück. Auf die Plätze. Warte mal, auf die Plätze. Fertig. Los. Sehr gut. Weiter geht's. Komm. Boah. Fast parallel. 10 Minuten auf mich gewartet, aber gut. Sehr gut, du siehst, jetzt machst du schon 3 Raps mit dem. Sehr starke Leistung. Ach, danke. War aber da. Ja, also ich glaube, man sieht es sehr schön. Der Einsatz war für alle Fälle da.
Hast du auch so einen immer, Darm? Immer. Boah, Freunde. Immer. Allein hier. Wahnsinn. Herkules, super. Stones auch. Und jetzt? Jetzt laufen wir ein bisschen mit dem Yoke. Auf geht's. Laufdisziplin. Wechsle ich meine Schuhe, dann geht's los. Bis gleich. Ich mache auch meinen Teil. Ich helfe natürlich auch mit. Nicht zu vernachlässigen. Das ist der super Yoke. Auf Deutsch Joch. Ich würde heute so sagen 200 bis 250. Nicht erschrecken, ich sehe es schon wieder in deinen Augen. Also das ist du hast bei der Kugel auch geguckt. Der Rahmen leer wiegt 100 Kilo. Ja. Und jetzt kleine Schritte. Genau. Atmen. Schöner Catwalk. Catwalk. Dann würde ich jetzt sagen, pro Pin machen wir mal einen blauen drauf. Das sind dann 180 Kilo. Glaubst du, das packt er? Ja. Ich gehe zweimal mit ein, Dennis trägt beide jeweils mit einer Hand. Was? Der Kim, lass mich. Wie viele Kilo sind es? 20. Tut doch nicht weh, Schatz, tut doch nicht weh. Okay, Schwast, aufhör. Nee, das ist ja auch wieder eine Techniksache. Wir sind nicht stark, wir schaffen nur mit Tricks. Ja, ja, genau. Da. Recht gut. Ja. Und flüssig. Flüssig, flüssig, super. Super, bleib flüssig. Super. Das sieht sehr gut aus. Geil, oder? Boah, geil. Geil? Boah, jetzt fühle ich mich richtig leicht. Ja? Deswegen machen wir schweren Jungs, dass wir uns leicht fühlen. Ich würde sagen, so mit, wie ich vorhin gesagt habe, so 200, 250 checken wir aus. Probier mal. Mag ich es einfach nicht, wenn Leute zu Hause sagen, sie machen gar keinen Sport, sie haben weh. Dann sage ich, du hast dir das weh gar nicht verdient. Und es ist noch gar kein richtiges Weh. Die Leute sollen mal ein bisschen so aufstehen und mal ein bisschen, was man schont, das verkümmert. Stimmt. Ne? Und was Verkümmerte schont man. Und das ist der ewige Kreislauf der Schwachen. Stimmt. Deswegen einfach aufstehen und mal ein bisschen Arschbacken zusammenfetzen. Der ewige Kreislauf der Schwachen. Ja? Sehr philosophisch heute. Ich bin immer so. Mega. Auf jetzt, komm. 200 Kilo jetzt. Sogar 20. Das sind so die kleinen Psychotricks. Wenn du jetzt noch die Bahn läufst, wo du weißt, dass es 2,20 sind, dann hast du eine starke Psyche. Let's go. Super. Super, jetzt hast du Rücken und einfach nur halten. Einfach nur halten. Beine durchdrücken. Super. Easy. Sehr gut. Sie werden ja immer stärker. Was ist das? Ja. Richtig gut. Eine wichtige Frage, die viele Zuschauer auch gefragt haben, war, deine Kalorienanzahl ist ja dementsprechend hoch. Ja. Was rein muss, was reinkommt, muss auch wieder raus. Genau. Also wie ist denn das jetzt der traditionelle Stuhlgang? Wie sieht denn das aus? Ist der öfter? Ist der schwieriger? Gibt es da Komplikationen? Ja. Kleines, du musst es nicht beantworten, wenn es dich ist. Ein kleines Beispiel. Bei meinem alten Arbeitgeber, ne, es ging so weit, dass ich schon aufgeschrieben wurde, wann ich aufs Klo gehe. Weil das so oft war. Da habe ich gedacht, ich möchte irgendwie Arbeitszeit schinden oder sowas. Also man muss einfach öfters. Mhm. Und erreichbar? Erreichbar? Mit einem Papier, so. So. Stehen. Ja. Krass. Ja. Work smart, not hard. Gut so, Freunde, jetzt wisst ihr das auch. Ein für alle Mal. Kann echt nur das Klo empfehlen, was wir jetzt zu Hause haben. Mit Bodusche, Massagepult, also Massagestrahl. Wirklich eine Empfehlung wert. Geberit, ich kann sie nur sagen, bitte meldet euch. Meldet euch. Ich möchte es bei mir im Gym bitte anbieten, für meine Mitglieder auch. Dann kommen die auch wahrscheinlich öfters daher. Ja, der Mitgliedsbeitrag wird halt erhöht werden. Genau, so ein paar Euros im Monat. Das wäre echt was. Dann kommen die nicht mehr zum Trainieren, ne? Das ist dir schon bewusst, ne? Stehen sie an, weißt du, auf der Toilette. Gottes Willen. Riesenrohr am Start. Man kennt's. Lang dafür tun. Dennis, was haben wir da jetzt Schönes? Wir haben hier das sogenannte Conan Wheel. Man läuft diese Disziplin, bis der Athlet zusammenbricht. Also es geht darum, wie viele Runden du schaffst. Wollen wir heute nicht ausreizen? Vielleicht doch, weiß ich nicht. Hm? Auf alle Fälle. Dann schließt du den. Hast du da? Genau. Anheben, Hüfte vorschieben dann. Tschück. Und jetzt rennen. Schatz, was willst du probieren? Der Vergleich ist so wild. Okay. Und jetzt geht's. Geh mit ihm. Lauf, 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 lauf. Ja, super. Easy. Easy!
Guck mal, sie weiß genau richtig. Ja, richtig schnell. Was ist los? Weiter, weiter, weiter. Jawohl. Weiter. Jetzt bin ich voll leicht. Ich schwebe fast weg. Gefühlt. Ich würde sogar sagen, dass sie läuft mit 25 Kilo auf jedem Pen. Gebe ich dir Brief und Siegel, dass sie eine Runde läuft. Okay, probier mal. Und du musst dann halt das Doppelte von ihr laufen. Ja, okay. So, wir haben jetzt knapp 80 bis 90 Kilo auf dem Arm und die Paulina mit ihren zarten 47 Kilo wird jetzt zwei Runden laufen. Ne? Schauen wir mal. Nehmt euch ein Beispiel da draußen. Ne? Ja, so ist es. Also, Schatz, gib ihm. Ja, super, Schatz. Komm. Jawohl. Du bist hier. Wir hören auf. Komm. Super, dranbleiben. Gib ihm. Einfach dranbleiben. Geht schon. Komm, weiter, weiter, weiter. Ah. Gut. Super. Jetzt muss Sascha nochmal zeigen. Jetzt kredenz ich dir was. Ja, jetzt bin ich echt mal. Kredenz jetzt aber wirklich was. Okay. So, was ich für dich hab? Mich? Na. Doch. Ein Kennzeichen von heute haben wir schon mal. Ein paar Blutergüsse sind auf alle Fälle am Start. Aber der Pistmod ist noch da. Fresse, wird doch nichts. Atme. Atme. Ja, 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 ja. Komm, beschleunige ein bisschen. Komm. Das sieht super aus. Ach, Scheiße. Okay, Freunde. Das kann ich so nicht auf mich sitzen lassen. Nächste Runde. Jetzt muss eine Runde gehen. Scheiß drauf, los. Einfach atmen. Wie schnell du läufst, desto kürzer ist. Auf geht's jetzt. Komm. Easy, ja, atmen, ja, atmen, ja, ja. Mach den Mund auf. Jetzt, genau, jetzt sieht's gut aus. So, da geht noch eine zweite. Da geht noch eine zweite. Einfach so weiter. Komm. Ja. Yeah. Komm. Komm. Weiter. Weiter. Rhythmus halten, Atmung halten. Und jetzt machst du eine dritte. Auf geht's, komm. Yeah. Lang. Komm, weiter! Du schaffst es! Komm! Ist gleich da, ist gleich da. Halten! Oder? Ah, gibt's ja nicht! Gut! Hat er kurz erholt, dann nochmal versucht. Dann kommen ein paar Fans vorbei. Muss mal kurz Danke sagen. Danke für die Motivation. Gerne. Deswegen habe ich jetzt nach unten geschafft. Deine Motivation. Danke. So, und jetzt wird's ernst. Dennis trägt jetzt uns beide. Und zusätzliche Gewichte auch noch oben drauf. Und noch ein paar andere Sachen. Auf geht's. Springt drauf, die Reise geht los. Wohin geht's? So, Fahrkarten bitte. Ja. Auf der Kirmes. Und. Boom! Holy shit! Ey, macht richtig Spaß! Mega, super Tempo! Und. Boom. Wow! Legende! Wahnsinn! Absolute Legende. Unglaublich. Da stehen wir da, wir drei. Unser Equipment drin für die ganzen Festivals. Jetzt hat der Marcel die zugesperrt. Das kann jetzt nicht sein. Oh, nein. Dennis, reiß sie auf. Du schaffst es. Jetzt wird's wild. Alter, Marcel, Alter. Ist nicht für Scheiß. Jetzt müssen wir aufhören zum Drahen. Danke, Marcel. Ich könnte ja das Ding hochheben, die Garage, ne? Aber dann kriege ich wieder Ärger von Marcel. Auf geht's zur letzten Übung für heute. Was haben wir? Wir haben den eisernen Galgen. Das ist so eine Konstruktion von mir. Ich mache so viele Wiederholungen, wie ich kann. Und danach darfst du. Perfekt. Also eine Minute, so viele Wiederholungen, wie man schafft. Dann ich. Und ja, klingt ja dieses Mal wieder überhaupt nicht wie ein Foltergerät. Nee. Das ist Sport. Das ist Sport. So ist es. Gut, dann legen wir los. Völlige Eskalation. Eine Minute. Let's go. 3, 2, 1. So, Freunde. Eine Minute. Schauen wir mal, wie schnell das jetzt geht. Wow. Sieht auf alle Fälle sehr wild aus. Der Rücken einfach mal richtig massiv. Und, ja, okay. 1. Gib ihm, Dennis. Gib ihm. Ey, wie soll ich das machen? Und, 10. Zwei. Jetzt wird's heftig. Jetzt muss er kämpfen. 30 Sekunden. Ja, 10, 3 und jetzt Kim. Kim, kämpfen. Hohoho. 15 Sekunden noch. 10. Also, 3 Stück. 3 Stück. Okay, jetzt bin ich am Start. Let's go. Stoppuhr bereit. Stoppuhr bereit. Athlet bereit. Athlet bereit. 3, 2, 1, go! Scheiße!
Scheiße, es wird nichts. Jungs, es sind gerade ein paar Zuschauer gekommen, haben ein paar Fotos gemacht. Also jetzt, brauche eure Hilfe. Ich mache auch meine Workouts. Let's go. Komm, eins. Zack, 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 zack. Und eins, aus. Loslassen kostet Zeit. Wir müssen eine extra Hose machen. Okay. Go. Zack, 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 zack. Zwei, runter. Zwei, los. Oh ja, los. Zeit. Und los. 45, komm. Und ja. Hier, in der letzten Sekunde. Herzlich. Ey, vielen Dank, Jungs. Danke. Hat richtig Spaß gemacht. Herzlichen Glückwunsch, habt ihr gut gemacht. Und ich glaube, man sieht's, Worker zum Durchballern, richtig? Ja, so sieht's aus. Freut mich. Hey, vielen Dank, danke, dass ihr mir mitgeholfen habt. Danke für deine Workouts. Sehr gerne, sehr gerne. Es war mir eine Ehre. Schön, dass du da warst. Und schön, richtig gut. Schöne Energie, positive Energie. Gefällt mir. Also ich weiß nicht von der Leistung her, ob das okay war. Super, super. Hat gepasst? Ja. Bist zufrieden? Ich bin zufrieden. Also sehr, sehr gerne bei Dennis vorbeischauen, dem Eisenbär bzw. absolute Legende. Und natürlich auch vorne bei Process, ihr wisst Bescheid, Sascha Zin regelt von Trainingsoutfits, Supplements, gesunde Ernährung, 20.000 Fitnessprodukte warten auf euch. Und mit dem Code Sascha Zin gilt natürlich nicht nur 10% Rabatt, sondern auch zurzeit viele Gratisprodukte. Welche das sind, einfach Videobeschreibung auschecken und ihr seid automatisch jede Woche bei 100 Gewinnspielen mit am Start. Danke für eure Unterstützung, Freunde, dass ihr damit eben auch solche Projekte wie dieses hier ermöglicht. Vielen herzlichen Dank nochmal an Dennis, ich kann es nicht oft genug sagen. Absoluter Ehrenmann, sehr gerne auch bei Instagram bei Dennis vorbeischauen, auf YouTube natürlich auch und sehr, sehr gerne auch hier mal, würde ich sagen, oder? Ich muss mich bedanken fürs Kommen, dass du dir den weiten Weg auf dich genommen hast. Sehr gerne, es war mir eine Ehre. Und den Mut hattest, das ist ja immer, was ich sage, Leute, habt den Mut für diesen Strongman-Sport. Er bringt dich nicht um, er macht dich nämlich stärker. Ja, aber man muss halt mal den Mut haben, anzugreifen. Den hast du gehabt. Und deswegen, Dankeschön, dass du da warst. Sehr gerne. Und ich hoffe, ihr habt was gelernt. Bis zum nächsten Mal. Und ein bisschen Entertainment gehabt. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Peace. Du bist in der Endcard drinne. Doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Ja, mehr Fitness gibt's nicht. Such dir ein Video aus. Klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation? Dann lass ein Abo hier. Du weißt, es würde sich lohnen. Yeah, yeah.